Ja, immer wenn ich irgendwie in einem gechillten Outfit mit meiner Laptop-Kamera filme, dann wisst ihr, es ist entweder Zeit für ein bisschen neuen Wikipedia-Vandalismus oder eine Reihe von Live lamentiert live. Heute ist es mal wieder der Wikipedia-Vandalismus. Und mit dem beschäftigen wir uns mal wieder, indem ich wieder einige Sachen herausgezogen habe, denn ich bin ja selber Wikipedianer und da stoßen mir immer wieder irgendwelche Sachen auf, die in Artikeln, wo ich mitarbeite, geändert worden sind, die teilweise ziemlich amüsant sind. Legen wir doch einfach direkt los. Fangen wir mit diesem Kommentar hier an: Zero Waste Politik, so eine Kacke. Ja, das ist wirklich Kacke, wenn man hingeht und Müll spart. Denn was Schlimmeres wie Müll zu sparen gibt es ja nicht, denn wir haben ja allgemein viel zu wenig Müll. Wir brauchen sehr viel mehr davon. Das wissen wir ja alle, deshalb eigentlich hätte ich den Kommentar so stehen lassen müssen. Dann, was ich auch interessant finde, weiß ich gar nicht, welchem Artikel das genau war. Jedenfalls wurde da der Satz, alle seine Geschichten seien daher keine Fiktion, sondern real passiert, wurde geändert in laut eigenen Angaben schreibt er Science-Fiction-Romane. Da bin ich gerade etwas verwirrt, aber natürlich, beides hat sicherlich seine Stimmigkeit, aber ich glaube, immer wenn jemand Geschichten erzählt, dann sind die wahr. Alles, was Leute erzählen, ist wahr und das sollte man natürlich immer glauben. Und alle Geschichten und Romane, die je geschrieben wurden, sind natürlich wahr. Das steht außer Frage. Dann hat jemand bei References die wichtige Geschichte zum Whopper ergänzt. Die ist so wichtig, die muss ich euch jetzt mal vorlesen. Der McDonald's Whopper Burger hat einen eingefleischten Fan auf YouTube zu finden unter Tanzerwurf. Der Whopper kam 1000 vor Christus auf den Markt und ist daher schon sehr alt. Seine Zutaten haben seitdem nicht viel verändert, außer der Beilagenliste. Dort kam Papier hinzu. Ja, das sind sehr wichtige Infos. Da muss man natürlich immer bedenken, dass insbesondere wenn Tanzverbot, der absolute Whopper-Experte, da zu sich äußert, dann wird das wohl stimmen. Die wichtigste Zutat im Whopper ist übrigens das Papier. Dazu wollte ich euch auch mal kurz Infos geben, wie genau dieses Papier hergestellt wird. Denn das ist Originalpapier aus dem tropischen Regenwald. Und das ist eben auch der Grund, warum der tropische Regenwald abgeholzt wird. Und alles andere, was ihr darüber gehört habt, ist Quatsch. Das ist Originalpapier aus dem tropischen Regenwald. Deshalb ist der Whopper auch so extrem teuer und für die meisten Menschen eben unbezahlbar. Am Silvesterabend sind nur Raclette und Fondue erlaubt, das steht im Gesetz. Ja, das steht im Gesetz, das ist aus dem Artikel Silvester. Wenn ihr zu Silvester weder Raclette noch Fondue esst, dann kann es sein, dass die Silvesterpolizei kommt. Die ist noch schlimmer, übrigens, als die Corona-Polizei. Und die sorgt dann dafür, dass ihr das esst, indem sie euch das persönlich mitbringt. Die Strafe müsst ihr dann aber trotzdem bezahlen. Falls ihr euch übrigens wundert, warum hier das immer in altdeutscher Faktur ist, ich habe eingestellt, dass bei mir die Wikipedia-Artikel in altdeutscher Faktur angezeigt werden, denn ich finde die Schriftart irgendwie ganz schön und amüsant zu lesen. Ich hoffe, euch stört das nicht. Ich lese ja auch immer die wichtigen Passagen vor. Und das über die altdeutsche Faktur war bisher der einzige Satz in diesem Video, der nicht ironisch gemeint war. Außer dem Einspann übrigens. Und alles Weitere ist vielleicht auch wieder ironisch. Das müsst ihr selber herausfinden. Das hier sind Spaßvideos von Unterhaltung. Meistens geht es hier ja um sachliche Inhalte. Darauf komme ich aber am Ende nochmal. Aber zurück zum Vandalismus. Die Konferenz der Vereinten Nationen über Umweltentwicklung wird meistens Schwanz- oder Rio-Penis genannt. Und das ist vollkommen richtig, ja, denn das ist ein riesiger Penis,
der da die Welt penetriert hat und seither penetriert. Ja, das passt eigentlich sehr gut. Und ja, eigentlich hätte man das so stehen lassen können. Hier habe ich jetzt extra für euch mal schön in germanischer Schrift, in römischer Schrift, die Texte geschrieben. Vielleicht stelle ich auch Wikipedia irgendwann mal wieder um. Was ihr auf jeden Fall wissen müsst über den Ringwall in Otzenhausen ist, dass ja, er eine Hakenschlampe, du Fixer, du Missgeburt, halt einfach dein Maul ist. Ja? Das ist eine sehr wichtige Info, denn das hat absolut nichts mit Nonnenweihe oder dem Saarland zu tun, sondern das ist einfach eine Missgeburt. Falls ihr übrigens zum Ringwall in Otzenhausen mehr erfahren wollt, mehr das wirklich stimmt und keinen Unsinn ist, dann empfehle ich euch mein persönliches Video über den Ringwall in Otzenhausen und andere Sehenswürdigkeiten im Hunsrück. Falls ich dran denke, verlinke ich euch das mal oben in den Infokarten. So, jetzt wieder altdeutsche Fraktur. Es gibt nur eine wichtige Info, die über die Visagistin Natalia Ossada von Relevanz ist, nämlich, dass sich ihre Brüste vergrößern lassen. Alles andere ist unwichtig. Ich meine, was ist bei einer Frau überhaupt von Bedeutung außer ihren Titten? Also, dass man da überhaupt diskutieren muss drüber, verstehe ich auch nicht. Und was ich auch nicht verstehe, ist, dass es immer noch Leute gibt, ja, die nicht verstehen, dass Namibia natürlich Deutsch-Südwestafrika heißt und nicht anders. Das sind alles so Dinge, die sollten eigentlich klar sein. Ja. Das sind Infos, ja, die sollten eigentlich auf Wikipedia drinstehen, tun sie aber leider nicht. Und ach, da will jemand ficken. Kann ich mitficken? Ja. Auf dem Burj Khalifa anscheinend. Ja. Ach, da würde ich auch gern mal oben ficken. Das macht bestimmt Spaß. Ja, und dann hat hier auch noch jemand einen richtig harten Schwanz. Ja. Der kann gleich mitkommen auf dem Burj Khalifa, dann ficken wir da zu dritt. Brauchen nur noch eine geile Tussi. Oh Gott, was ich hier labe. Man merkt, es ist spät in der Nacht. Ich will das Video ja noch machen und ich wollte heute mal die Nacht durcharbeiten, damit ich morgen wieder zeitig schlafen gehen kann. Ich hoffe, das klappt alles ganz gut. Und naja, es ist auch mal Zeit, dass ich mich auf meinen Kanal ein bisschen konzentriere. Wie dem auch sei, machen wir mal weiter. Ja, jetzt kommen wir zum Schlussaspekt. Bielefeld ist natürlich fiktiv. Bielefeld existiert nicht. Das wurde hier vollkommen richtig ergänzt. Die Einwohnerzahl von Bielefeld ist nicht real. Die ist einfach geschätzt, ja, beziehungsweise fiktiv, weil Bielefeld ja nicht existiert. Da hat man sich einfach die Zahlen ausgedacht, weil, naja, für eine Stadt, die nicht existiert, kann man auch keine Einwohnerzahlen festlegen. Und das solltet ihr natürlich im Hinterkopf behalten. Bielefeld existiert nicht. Jemand, der etwas anderes behauptet, ist natürlich ein Lügner. So, und jetzt wieder Spaß beiseite. Ich hoffe, alle, die bis hier geguckt haben, verstanden, dass das hier Sarkasmus ist oder Ironie. Und es geht letztlich darum, sich mal ein bisschen ausführlicher mit den Dummheiten, die manche Leute auf Wikipedia treiben, auseinanderzusetzen. Bei meiner Seite ist es vertane Lebenszeit, dass die Leute da in Unsinn reinschreiben. Ich muss es als Wikipedianer leider trotzdem immer wieder lesen. Ich möchte auch darauf aufmerksam machen, denn je mehr Leute bei Wikipedia mitarbeiten, umso schneller und eher können wir so ein dummes Zeug verhindern. Wikipedia soll eine Bibliothek sein und da ist einfach kein Platz für Trolle. Ist zumindest meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt das doch mal unten in die Kommentare. Ich sage an dieser Stelle wie immer, tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Und hier verlinke ich euch natürlich auch noch die Liste meiner Wikipedia-Artikel, die ich gemacht habe. Ja, nicht Wikipedia-Artikel. Wikipedia-Videos, die ich gemacht habe, da könnt ihr dann einfach mal alle Videos einsehen. Was ich auch noch sagen wollte, ist, ich kann euch wirklich nur empfehlen, meinen Kanal zu abonnieren, denn da geht es auch um viele sachliche, interessante Themen. Das Video hier dient ja vor allem dazu, auch mal Leute aus anderen Sphären mitzunehmen, denn da rede ich auf meinem Kanal rede ich vor allem über Umweltschutz und Nachhaltigkeit, aber auch über Raumplanung und Verkehrsplanung
und wie das alles funktioniert und wissenschaftlich erklärbar ist. Ich habe viele interessante Lehrvideos auf meinem Kanal und ich bekomme sehr viel Lob für meinen Kanal. Und ich würde mir wünschen, wenn mehr Leute den Kanal wahrnehmen. Und daher würde ich mich über ein Abo von jedem von euch freuen. Und vielleicht sieht man den einen oder anderen von euch ja demnächst mal unter meinen Videos in einem Kommentar. Und daher freue ich mich über jeden Kommentar. Ihr könnt auch Vorschläge zu Videothemen machen, die ich gerne mal bearbeiten soll. Und eine angeregte Kommunikation in den Kommentaren finde ich sehr wichtig. Wie dem auch sei, ich sage an dieser Stelle wie immer, tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!